Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe gerade meinen Schatz vom Bahnhof abgeholt und mein Schatz hat mir was Leckeres mitgebracht. Habt ihr ja gerade so gesehen, Dr. Edgar Restaurant Schokopizza. Die werde ich mir jetzt auch gleich machen. Und dann werde ich mit der Cam gleich, also mit der Videokamera gleich mal aufnehmen, wenn sie fertig ist. Und dann kann ich euch da mein Fazit mal zu geben, wie schmeckt und ob die nicht schmeckt. Ich habe jetzt die ganze Zeit Diät gemacht, da werde ich auch einmal sündigen dürfen. Und die hat nicht so viele Kalorien, die hat gerade mal auf 100 Gramm. Ach, das ist ja lächerlich hier. Das ist ja 319 Kilokalorien, Kilojoule. Oder, ne, doch, Kilojoule, ne, 1338 Kilojoule. Eine Portion ist gleich 75 Gramm, weil die wissen, dass eine Portion 75 Gramm ist. Die eh mal in der Mitte durchschneide für zwei Personen, dann sind es zwei Portionen. Naja, also insgesamt hat es, und steht unten im Kleinen gedruckten, massig an Kilojoule und massig an Chlorin. Aber ja, darf ja auch mal sündigen. Man soll die bei 200 Grad beim normalen Ofen machen, bei 180 Grad mit Umluft und dann hier drei Flammen. Ich denke mal FR UK. Also, ach, die haben ein Flammensymbol. Na, die Franzosen und die Engländer wieder. Die Folie abmachen und dann bei 9 bis 10 Minuten in den Ofen. Meine normale Pizza kommt, wenn ich mir eine tiefgekühlte, so eine Fertigpizza habe, glaube ich, 15 bis 20 Minuten. Schatzi? Schatzi? Ja. Normale Pizza 15 bis 20 Minuten in den Ofen, wa? Ja. Schatzi sagt ja. Und hier steht auch, dass im unteren Drittel des Backofens rinnen soll. Ja, ich denke mal, das ist wegen Schokolade, weil Schokolade ist ein Milchprodukt und das wird ja dann, ja, das kann verbrennen. Ich glaube auch nicht, dass der Teig Schokoladenteig ist, weil das wäre ein bisschen krass. Aber das werden wir gleich sehen, wenn es fertig ist. Ich denke mal, das wird normaler Teig mit Schokozeug sein oder so. Sieht auch so ein bisschen so aus. Da seht ihr den Teig, so den Boden, sieht man da so ein bisschen. Also hier ist dunkle Schokolade, helle Schokolade, braune Schokolade und Schokosoße ist hier auch drauf. Steht hier auch irgendwo. Ich bin mal gespannt. 300 Gramm sind das. Haben wir jetzt, also hat Schatzi bezahlt, für mich ausgelegt, besser gesagt. Wie viel hast du bezahlt? 2,49? 2,69. Ich hatte die auch schon gegoogelt und da kostet sie 2,99. Aber die werden wir jetzt testen. Ich bin mal mega mäßig gespannt, wie die schmecken wird. Dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Ich kaufe die jetzt für 9 bis 10 Minuten in den Ofen. Der Ofen glüht auch schon vor, Schatz, glüht den extra schon vor, weil die brauchen auch gleich noch zum Kochen. Für Hackbällchen Toskana. Und ich werde mir jetzt die Schokopizza machen. Also, bis gleich. So, und da ist sie. Die Schokopizza. Ihr seht, die weißen Schokoladendinger, die sind hier nicht ganz verlaufen. Die sehen so ein bisschen aus wie Peperoni oder so. Die braunen Klümpelchen sieht man auch überall noch. Die schwarze Soße ist schön verlaufen. Der Teig ist knusprig. Das mache ich mal so. Ich muss die jetzt erstmal anschneiden. Und das irgendwie mit einer Hand hinkriegen. Aber kriege ich kennen. Also meine Frau hat gesagt, die schmeckt nicht. Die hat sie wohl schon mal gekostet. Ihr schmeckt sie nicht. Mir wird sie bestimmt schmecken, weil sie sehr schokoladenhaltig ist. Und ich habe jetzt so lange Diät ausgehalten, 2 Wochen. Da kann ich auch mal sündigen. Sag nichts, Hasi. So, und hier ist er. Ihr seht da den Teig. Ein sehr dünner Teig. Mmh,
Schokosoße. Vanille. Nee, Vanille nicht, Schoko, Schoko, also zartbitter schmecke ich raus. Leicht vollmilch. Ja, ich bekleckere mich mit gerade garantiert. Aber die Zartbitter schmeckt man sehr gut raus. Der Boden ist auch echt fluffig. Also ich denke mal, das ist ein normaler Pizzaboden mit Schoko drin. Also der schmeckt jetzt nicht so schokohaltig, dass man sagt, oh boah, das ist eine Torte oder so. Nee. Also mir schmeckt es lecker. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Schokopizza eine vollwertige Nahrung ist. Die hat wohl, so wie ich jetzt gelesen habe, genauso viel Nährwerte wie also Kalorien und das alles, nicht Nährwerte, Kalorien und so, wie eine Salami-Pizza. Aber ist ein Gimmick. Am Geburtstag oder Feiertag oder sowas. Aber so jetzt als vollwertiges Essen würde ich sie jetzt nicht bezeichnen. Weil dafür ist er einfach zu sehr schokoladig. Was mir sehr lecker ist, also was mir sehr gefällt eigentlich. Aber was da bin selbst ich so offen und ehrlich sagte, das ist kein vollwertiges Essen. Und irgendwie hat es auch ein bisschen was im Nachgeschmack von Nutella. Eine abgeschwächte Nutella. Ist meine Meinung. Aber auch eindeutig zartbitter. Also wer zartbitter nicht mag, für den werdet denn, denke ich mal, nichts. Der Boden ist auch schon kross. Und nur der Boden jetzt, wenn, schmeckt eigentlich ganz normal. Der hat nur eine ganz dezente Schokonote. Also jetzt nicht übermäßig, sondern nur ganz leicht und ganz dezent. Aber alleine die ganze Schokolade da drinnen füllt halt dementsprechend auch schnell ab und macht, boah, mich jetzt nicht, ich schaffe das Stück schon, also die Pizza noch am Stück, aber für normale Menschen. Für normale, ja. So, das soll es jetzt auch zu Schoko-Pizza gewesen sein. Also von mir auf jeden Fall Daumen hoch und eine Empfehlung wert. Die kann man sich echt öfters mal holen, so für ein Wochenende oder so, aber nicht als vollwertiges Essen. Also da bevorzuge ich dann wirklich Kartoffeln, Schnitzel, Soße oder eine Suppe, Kartoffelsuppe oder meinetwegen auch mal Reis. Aber so als Gimmick so finde ich die ganz gar nicht mal so schlecht. Oder für abends so einen gemütlichen Abend finde ich die okay. So Leute, das war's auch soweit. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.